Es gibt viele tiefgründige Wahrheiten, die wir euch für den richtigen Preis verraten. Willkommen zum Cluecast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Zwei Lords im Wunderland. Was für ein Fressgelage, stöhnte Lord Edley und lehnte sich gegen die Rückenstütze. Ich kann keinen weiteren Bissen vertragen. Fürwahr, murmelte Lord Hornsby heiser. Die Aussaat scheint dieses Jahr ertragreich gewesen zu sein. Kurz herrschte Schweigen zwischen den beiden Herren, ehe Lord Edley sich wohlig grunzend erhob. Nun denn, teurer Freund, ziehen wir uns ins Kaminzimmer zurück, hm? Mit einem zustimmenden Geräusch griff sich der Kamerad die Fackel und folgte ihm durch den Flur, der mit Jagdtrophäen und antiken Möbeln überfüllt war. Lord Hornsby wich einem umgekippten Sekretär sowie herumrollenden Kristallkugeln aus. Dabei stolperte er nahezu über einen dreibeinigen Stuhl. Na holla, es sollte mal aufgeräumt werden. Was soll's, wir wohnen im Wunderland, gluckste Lord Edley und stieß die Tür zum Kaminzimmer auf. Würde ich aufräumen, müsste ich bloß irgendwo Milbenfutter kaufen. Im ganzen Staub kommen die Kleinen allein zurecht. Brummte Lord Hornsby, offenbar wenig überzeugt von der Argumentation. Er schlenderte zum Kamin und warf die Fackel auf das bereits aufgeschichtete Holz. Einige Rauchschwaden rollen in den Raum, was Lord Hornsby zum Husten brachte. Werter Freund, keuchte er, hast du den Kaminfeger vergrault? Lord Edley schüttelte den Kopf. Nein, der letzte Drache hat die allesamt gefressen. Ist danach am Ruß gestorben, das dumme Untier. Kaminfeger gibt es im ganzen Reich keine mehr. Tja, seufzte Lord Hornsby und wedelte entnervt mit der Hand herum, bis sich der Rauch verzog. Das Wunderland ist nicht mehr, was es einst war. Wahre Worte, wahre Worte. Lord Edley kramte seine Pfeife aus einem Kästchen auf dem Tisch und stopfte sie. Zumindest haben wir noch Feenstaub. Damit ist alles erträglich. Er schüttete eine Prise des Pulvers in seine Pfeife und steckte sie an. Ja, die Wirtschaftslage zwingt die Trolle zwar unter Brücken zu hausen, der Schwarzmarkt für getrocknete Feen floriert dafür. Zudem ernähren uns unsere Gärten bestens. Fürwahr! Nickend nahm er einen tiefen Zug der leichten Droge. Ach, das schöne Leben! Kein Wunder, nennen wir die Gegend Wunderland. Naja, greinte Lord Hornsby und nahm seinerseits die Pfeife hervor, um sich ebenfalls etwas Feenstaub zu gönnen. Wahrscheinlich. Woher die Zweifel? Erkundigte sich Lord Edley. Du bist doch stets ein Patriot gewesen. Die skeptischen Reden seines Freundes war er sich gewohnt. Verstanden hatte er sie dennoch nie. Seit die Schönheitskönigin unseres Reiches nicht zur Königin, sondern zur Wolfsmahlzeit wurde, ist das Überleben des Hochadels in diesen Gefilden durchaus fragwürdig. Nicht mal eine eigene Regentschaft haben wir. Wölfe müssen fressen und Skelette können schlecht regieren, gab Lord Edley mit einem fatalistischen Schulterzucken zurück. Du steckst mich mit deiner Schwarzmalerei nicht an. Lord Hornsby sah auf die Landschaft, wo er an den fernen, mondbeschienenen Bergen große Feuer ausmachen konnte. Die Zwerge sind wieder am Brandroden, bemerkte er. Vermutlich brauchen sie Platz für die Schwerindustrie. Jeden Winter hat das neue Erdrutsche zur Folge. Auch eine Sorge des Reiches,
pflichtete Lord Edley bei, inhalierte den letzten Zug seiner Feenstaubpfeife und legte sie beiseite. Wir gehen vielleicht unter. Würdevoll, versteht sich. Was wäre, wenn das Wunderland gar nicht wundervoll ist? Lord Hornsby starrte fasziniert auf die im Kamin tanzenden Flammen. Was, wenn es anderswo besser ist und Herrenhäuser noch von Magie sauber gehalten werden? Lord Edley schauderte. Der Gedanke seines Kameraden war überaus blasphemisch. Schließlich lebten sie im Wunderland. Das ist unmöglich. Wer sagt das? Die Bücher, die vom Königreich verteilt wurden, bevor es unterging? Bis wir einen Boten über die Grenze schicken, werden wir unmöglich erfahren, ob es wirklich so ist. Er legte eine rhetorische Pause ein, ehe er das Offensichtliche ergänzte. Man darf keine Boten an die Grenze entsenden. Das wird seine Gründe haben. Ohne Königshaus wird sich niemand darum kümmern, wandte Lord Edley ein. Wir haben ja genug zu essen und Feenstaub für unsere Pfeifen. Was schert es uns? Och, klönte Lord Hornsby. Woher wissen wir, dass da draußen nichts Besseres auf uns wartet? Angeblich soll an der Westgrenze das Schlaraffenland liegen, wo es ertragreichere Gärten und Feenstaub in Hülle und Fülle gibt. Die Mythen könnten wir nur bestätigen oder dementieren, wenn wir da hinreisen. Liegen wir falsch und kehren wieder, ist unsere Villa garantiert von Trollen besetzt, gab Lord Edley zu bedenken. Erinnerst du dich an die Zeiten, als wir je ein Herrenhaus hatten? Lord Hornsby stand auf, trat zum Fenster und schaute auf die entfernten Ruinen des Anwesens, das er früher sein eigen genannt hatte. Ich weiß, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das sagst du seit Jahren. Aufgebrochen bist du trotzdem nie. Du bist geblieben, sogar als die weiße Magie durch schwarze ersetzt wurde, sich alle unsere Butler in Dampf auflösten, die Orks zu wandelnden Untoten wurden, der Vulkan nach Drachenpupsen roch. Ich gehe niemals ohne meinen besten Freund. Gesellschaft ist wichtig, unterbrach Lord Hornsby die Aufzählung. Und solange es dir im Wunderland gefällt, werde auch ich bleiben. Es dauerte einige Minuten, bis sich Lord Edley zu einer Antwort durchrang. Nun denn, Gesellschaft ist in der Tat wichtig. Und was wäre ich für ein Freund, wollte ich einen alten Kameraden nicht auf seiner Reise begleiten? Das war Zwei Lords im Wunderland, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat David Rohm. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Wunderland und beinhaltete die Clues Fressgelage, Aussaat, Kaminfeger, Milbenfutter und Schönheitskönigin. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo ihr ganz einfach zu unseren Social-Media-Auftritten findet, damit ihr nicht nur unseren Content, sondern ebenfalls die Menschen dahinter auf Twitter, Facebook und Instagram kennenlernt. Unsere Hörgeschichten könnt ihr übrigens ganz bequem auf Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, TuneIn und selbstverständlich auf unserer Seite abonnieren. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der Cluecast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle. Also besucht diese Helden des Cluecast auf cluewriting.de/cluecaster und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Cluecaster-Kampfschrei. Mit Fantasie.
tastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform Cluewriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank! Ja.